unbenutztes Zeug. Wir sind ja damals durch Alma Porridge zum Buch gekommen und haben am Anfang eigentlich eher so Zitate, die irgendwer im Nachtleben aufgeschnappt hat, illustriert. Irgendwann hat sich das Prinzip aber so ein bisschen abgenutzt aus unserer Sicht und wir haben dann so ein bisschen darauf gepocht, dass wir uns zusammen vielleicht doch mal eine Figur ausdenken, irgendwie mit der man was machen kann. Wir dachten, Hotze, da reimt sich nur ekliges Zeug drauf, also wird so schon keiner heißen. Irgendwann hat uns die Hotze Foundation aus Amerika angeschrieben, weil offensichtlich über 40.000 Menschen in den Vereinigten Staaten Hotze heißen. Tja, das hätte man besser vorbereiten können. Also Wally und ich, wir haben uns nachts zufälligerweise in einem Club kennengelernt und haben festgestellt, dass wir beide gerne zeichnen. Daraufhin haben wir halt die ganze Nacht auf Servietten Comics gezeichnet. Und wir haben dann beide versucht, an der Kasseler Kunstuni angenommen zu werden. Die wollten uns aber nicht. Damals war Comic da noch nicht so wirklich erwünscht. Das wirklich Beruhigende daran ist gewesen, dass relativ zügig, nachdem wir den Club aufgemacht haben und wir unsere Flyer angefangen haben zu machen, irgendwie gehört habe, dass im Unterricht unsere Flyer durchgenommen worden sind an der Uni. Das war dann doch schon wieder relativ befriedigend im Rückschluss. Ah, Martin. Du musst deine Kamera anschmeißen. Wo war das hier? Hallo, da Hauptstadt. Na? Seid ihr mittendrin? Ja, würde ich so sagen. Wir haben ja 13 Jahre im selben Büro gesessen. Ja. Also im selben, also Büro muss man sagen, in dem Fall auch relativ kleine Räume in Privatwohnungen. Und zwei Künstler-Egos auf dichtem Raum ist halt immer so eine Sache. Und jetzt hat man halt durch die Entfernung so ein ich hole mir Feedback, wenn ich Feedback habe in der Situation. Ja, mit dem Club. 8 Jahre haben wir das gemacht, glaube ich, ne? Und haben da teilweise auch unser Büro im Club gehabt. Und das war natürlich irgendwie sehr eine tolle Zeit, eine aufregende Zeit, aber auch eine super anstrengende Zeit. Ich für meinen Teil war irgendwann auch sehr froh, dass ich das erledigt hatte, weil das sehr, sehr kräftezehrend war. Trotzdem muss man sagen, das war natürlich klar für uns der Start in diese Szene und auch klar, man hat da so viel irres Zeug erlebt, dass das die Arbeit sehr befruchtet hat. Ey Krause, gib mal einen Ascher. Hat sich erledigt. Bin eh nicht angekommen. Als wir angefangen haben, diese Flyer zu machen, erstmal im Comic-Look, da haben ja alle noch geschrien, das ist ja gar nicht Techno, das ist ja gar nicht 3D, da fliegt ja gar nichts durch einen Tunnel auf dem Flyer. Wir haben das halt dann schon so ein bisschen auch einfach zu unserem Ding gemacht, weil wir haben gesagt, also Techno ist, was du draus machst. Wenn man das so in einer Reihe sieht irgendwo, dann war es früher noch etwas weggeschepperter, die Zeichnungen waren teilweise auch unbeholfener. Das hat sich schon weiterentwickelt irgendwie. Wir haben natürlich auch zwischendurch mal überlegt, irgendwie, ob wir nicht mal an unserem, also zumindest an dem Kolorationsstil oder sowas rumschrauben sollten, weil es einfach wahnsinnig aufwendig ist. Wir haben uns da irgendwie was an die Backe gebunden, was eigentlich viel zu lange dauert. Also Geld verdienen kann man auf die Art jedenfalls schlecht. Aber andererseits, gerade bei Hotze, irgendwie finde ich es halt auch wichtig, dass es so aussieht, wie es aussieht und gewachsen ist. Ich verstehe die Technik noch nicht so ganz. Zurück ist gut. Zurück ist bestimmt gut. So, bist du Startler? Das klingt gut. Ob die mich vergessen haben? Muss mal aussagen, dass man irgendwann nach tiefen Jahren Techno-Witze und Comics auch manchmal natürlich das Gefühl hat, man hat jetzt alles gesagt zu dem Thema
Und dann gibt es aber dafür dann doch wieder die blöden neuen Geschichten oder irgendwie Tage, wo einem irgendwie fünf neue Gags auf einmal einfallen. Denn es ist natürlich auch mit diesen ganzen Abstürzen und verschiedenen Musikschubladen, die immer wieder neu auf und zugeklappt werden und so weiter, das hat alles immer ein ungeheures Potenzial, das irgendwie zu bearbeiten.